Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Wir sind hier stehen geblieben im Gnomendorf. Und ich wollte gerade mal gucken, welche Fähigkeiten habe ich jetzt. Ich habe Meisterdieb einmal, okay. Gut, ich war mir nicht mehr... Und Silberzunge, gut, die drei habe ich geskillt. Ich wollte es nur nochmal wissen. Ich war mir nicht mehr sicher, was ich geskillt hatte. Und ich komme hier irgendwie ein bisschen durcheinander mit der Geografie. Hier bin ich... Ja, die Quest kann ich auch mal abmarkieren. Hier bin ich das letzte Mal nicht stehen geblieben. Also, Moment. Hier war das böse Dorf. Ich glaube, ich bin von da reingegangen. Da muss ich dahin zu dem einen Gnom. Der war ja derjenige, der dieses Artefakt da... Nee, was war anders? Kulki beschaffen sollte. Und ich habe ihn das ja geholt. Dann muss ich ihm das auch geben, nehme ich an. Oder zumindest ihm Bericht erstatten. Und der ist ja hier. Stimmt, dann war es einfach der falsche Ausgang. Darum war ich auch so verwirrt, warum der auf einmal irgendwas ganz anderes wollte. Namik ist tot. Was? Ich habe seine Leiche gefunden. Kaka, Omi, großes Kaka. Armer Namik, war so ein guter Gno und so ein fleißiger Klauer. Kali wird sich immer an ihn erinnern. Dieser Krieg hat schon zu viele Gno das Leben genommen. Danke für die Nachricht, Omi. Ich habe das Aurikulki aus dem westlichen Kobaltlager. Farbo, Homie, wenn du alle Aurikulkis hast, gehe zu Khan und gib sie ihm. Damit dieser furchtbare Fluch aufgehoben wird und wir den Kobolden endlich Klopper auf Kopper geben können. Hier, nimm das als Zeichen von Kalils Dank. Oh, ein bisschen Gold. Sehr nett. Jetzt muss ich gucken, wo das nächste Lager ist. Das hier sieht nach einem Lager aus. Das hier ist eins und das hier nehme ich an. Und hier war da diese eine Quest, also er hat ja gesagt im Norden. Ich gehe jetzt aber erstmal hier hin. Ich vermute im Norden, also im Norden ist ein komischer Freund, meinte der andere Gnom. Ich kann mir die Namen wirklich nicht merken. Von daher versuche ich es gar nicht erst. Es ist da... Nein, nein, da geht's lang. Oder? Ja. Ja, hier geht's entlang. Jetzt müsst ihr hier gleich links irgendwo, genau, der nächste sein beim Eingang. Was sind das hier für Schlangengeräusche? Hallo? Hä? Nein, ich wollte da oben hin. Oh Gott, ich hab ja eine Orientierung. Ja, okay. Jetzt sind wir richtig. Da vorne ist der Gnom und da ist ein Bett. Könnte man schlafen. Man kann aber auch erstmal Fische braten und sein rohes Fleisch. Und was ist das? Ein Teleportstein. Hey! Ich verstehe kein Wort, Kleiner. Oh, Ulvi Gaga spricht ab jetzt deutlicher. Dann, Homie, verstehen, was Ulvi wollen. Viel Ärger auf dieser Insel. Gno in Gefahr. Kobolde böse. Ulvi wollen kämpfen, doch Khan verbieten. Fremden ist es verboten, sich außerhalb der Palisade zu bewegen. Wie komme ich ungesehen in das nördliche Koboldlager? Ulvi glaubt, beste Idee wäre es, um den Felsen neben dem Lager herumzuschwimmen. Um sich dann von hinten in das Lager reinzuschleichen. Ihr habt ein Koboldproblem? Jip. Kobolde machen schöne Insel kaputt. Viele Bäume nicht mehr an ihrem Ort. Und sie klauen besondere Dingi von Gnu. Jetzt Geister von alten Gnomschamanen verwirrt und kämpfen an der Seite von Kobolden. Doch ihnen darf nichts geschehen, sonst wird unser Volk untergehen. Die Kobolde beklauen euch also. Jip. Ulvi nicht viel weiß darüber. Nur das eines von besondere Dingi ist großes Rohr mit Linse drin. Wenn du findest Rohr, bring ihn zu Khan. Okay, eigentlich habe ich ja ein Fernglas, aber es wird sicher ein besonderes sein. Ein Teleportstein. Wo eigentlich diesen Speil haben. Also er empfiehlt mir, hier lang zu schwimmen.
Ein Ruderboot. Wir werden aber mal die Schlafmöglichkeit nutzen. Das ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Spiel, dass wir schlafen. Bis auf den Anfang, wo unser Protagonist ja eh geschlafen hat. Oh, was? Wir können den Nahkampf steigern. Ich kann mein Menü aber gerade nicht aufrufen. Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Ach, hier drin... Ich bin jetzt wirklich hier in dieser Welt drin. Ich habe gerade nochmal Q gedrückt, um zu gucken, ob es einfach diese... Sicht ist, die aktiviert ist, aber anscheinend nicht. Anscheinend bin ich hier jetzt wirklich gerade gefangen. Und da ist wer? Mendoza! Was? Dich kenne ich. Habe ich eine Karte? Auch nicht. Keine Ahnung, das wirkt mir hier gerade alles zu... Das wirkt alles sehr, sehr surreal. Hier möchte ich gerade nicht erkunden. Hier möchte ich mit Mendoza sprechen. Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit, dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Doch, ich will es wissen. Also sprich schon. Du kannst die Wahrheit doch gar nicht vertragen, Bürschchen. Muss ich dich erst zwingen zu antworten? Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte! Hey! Ich hatte noch mehr Questdialoge. Was für ein Albtraum. Ich brauche dringend Hilfe, sonst werde ich noch wahnsinnig. Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Okay, jetzt haben wir Seele minus 1 bekommen. Ich kann aber Nahkampf skillen, das mache ich denn jetzt erstmal. Moment, ja, übernehmen. Jetzt sind wir neutral immer noch. Wenn ich jetzt wieder schlafen gehe, komme ich dann wieder in diese Welt? Ne, jetzt können wir wirklich schlafen. Okay, ich wollte auf jeden Fall bis Mitternacht schlafen. Dann können wir uns hier wahrscheinlich besser ins Lager schleichen. Wo bin ich denn hier? Ach, hier bin ich doch... Bin ich hier nicht ursprünglich mal angekommen? Ja, und dann bin ich hier lang gelaufen. Hehe. So schließt sich der Kreis. Ich könnte aber auch kurz zu Bones gehen und ihn fragen. Mal sehen, komme ich so zu ihm hin? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das stylischer, als sich über das Ruderboot da zu teleportieren. Es geht aber gar nicht. Yay. Andersrum hat es aber geklappt, oder? Also von ihm, von ihm aus bis hierhin. Ah nee, auf der anderen Insel ging das, an der Krabbenküste. Dann gehe ich jetzt wirklich mal kurz zu Bones, bietet sich ja gerade an. Ich habe fürchterliche Albträume. Hör mal, ich bin dein Arzt, nicht dein Seelendoktor. Obwohl, es fühlt sich so schrecklich real an, dass mich das kalte Grausen packt. Ich bin nur eine leere Hülle und irre durch farblose Ebenen ohne Leben, ohne Ziel. Ach, das meinst du? Tja, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Es ist ein Gefühl, als ob die Zeit stillsteht. Und ich kann kaum atmen. Du hast keinen Geist mehr und wirst immer mehr zu einem Schergen der Unterwelt. Schon vergessen? Ja gut, so viel habe ich jetzt auch irgendwie mitbekommen. Ich habe von einem Kerl namens Mendoza geträumt. Was denn? Meinst du etwa Mendoza, den Inquisitor? Kennst du ihn? Wer kennt ihn nicht? Das war ein ganz übler Bursche, sag ich dir. Wer seinen Befehl nicht gehorchte, wurde kurzerhand aus dem Weg geräumt. Man sagt, er sei sogar mit den Piraten im Bunde und mit ihnen auf Kaperfahrt gewesen. Hört sich interessant an. Du willst so einem Kerl nicht begegnen, glaub mir. Er soll Hunderte auf dem Gewissen haben. Mag sein, doch eine Sache ist mir dabei noch ein Rätsel. Wieso sollte ein hochdekorierter Inquisitor mit Piraten paktieren? Keine Ahnung.
Er ist schon lange tot. Komisch ist nur, dass du gerade jetzt von ihm sprichst. Mir war so, als hätte ich vor kurzem im Westen von Taranis eins der Schiffe gesehen, auf denen Mendoza früher gesegelt sein soll. Ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Wahrscheinlich. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Gnome glauben an das Leben nach dem Tod. Emsig sind sie bemüht, alles zu Lebzeit dafür zu geben, ihre Habe zu vermehren. Am Ende allerdings erwartet sie die Erkenntnis, dass im Schattenreich Besitz keine Bedeutung hat. Tragisches Schicksal. Du bist mein Arzt. Du musst mir helfen. Na schön, lass mich mal überlegen. Ich weiß noch genau, wie es war, als mein Geist im Schattenreich weilte. Ich irrte in der Südsee umher auf der Suche nach Hilfe, genau wie du jetzt. Hilfe fand ich jedoch erst bei den Schamanen der Eingeborenen. Sie verschafften mir Linderung. Naja, und dann hat dir noch wer anders geholfen. Ich will doch nur Anerkennung. Besser als nichts. Mir ist im Moment fast alles recht. Ich denke, ich kann dir helfen. Aber dazu will ich erst mit einem Experten sprechen. Finde einen Schamanen, der sich mit Voodoo auskennt. Er wird uns sagen, wie wir die Symptome deiner Geistlosigkeit lindern können. Versuche am besten bis dahin alles zu vermeiden, was dich dämonischer macht. Was hast du außer deiner Überweisung an einen Schamanen noch anzubieten? Die Schamanen haben damals bei meiner Behandlung schwarze Herzen verwendet. Das hat mir geholfen, mein verdorbenes Blut wieder aufzufrischen. Schwarzes was? Schwarze Herzen haben eine gewisse heilende Wirkung auf unseren Organismus. Vor allem dann, wenn er geistlos ist, kräftigen sie unser Blut. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich bin kein Schamane. Was genau sind diese schwarzen Herzen? Es ist der Ort, von dem ein Dämon all seine Kraft bezieht. Ein Schattenlord oder ein Scherge des Schattenreichs trägt so ein schwarzes Herz in seiner Brust. Um da heranzukommen, musst du es ihnen aus der Brust schneiden. Du willst, dass ich Schergenherzen sammle? Wenn ich es recht bedenke, dann vergiss die Schergen. Ich fürchte, in deinem schwerwiegenden Falle helfen wohl nur die Herzen der Schattenlords selbst. Ich soll also einem Schattenlord das Herz herausschneiden, ja? Du bist da völlig ausgerastet. Wie soll ich das denn anstellen? Keine Ahnung. Wenn ich's weiß, sage ich dir Bescheid. Na super. Was macht mich dämonischer? Je schlechter deine Taten, umso eher mutierst du zu einem Dämon. Wenn du dir deine Menschlichkeit erhalten willst, dann solltest du vermeiden, andere schlecht zu behandeln. Oh nein, es gibt ein Moralsystem. Die anderen sind mir egal. Okay, mit der Einstellung bist du auf dem richtigen Weg, ein Dämon zu werden. Alles, was du von nun an tust, wird Konsequenzen haben. Je mehr sich deine Seele den Schatten nähert, umso eher greifen die Schergen nach dir. Warum sollte ich das wollen? Nun, eine dämonische Seele ist stark. Sie kann so schnell nichts aus der Bahn werfen. Außerdem kannst du so andere dämonische Seelen zu mächtigen Verbündeten machen. Auf der anderen Seite wird kein guter Mensch dir mehr helfen wollen, wenn du gänzlich dem Bösen verfallen bist. Verstehe. Wie auch immer du dich entscheiden wirst, ich jedenfalls bleibe an deiner Seite, mein Freund. Ich werde mich einfach so verhalten, wie ich mich normal auch verhalten würde, und einfach ignorieren, dass es Auswirkungen hat. Wir werden ja sehen, was dann am Ende bei meinem Spielverhalten bei rauskommt, irgendwie. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Aber die läuft bestimmt noch der Passende über den Weg, der dir dazu etwas sagen kann. Am besten, du behältst das Zeug so lange in deiner Tasche. Okay. Ich nehme dich mal mit. Komm mit. Klar. Ach nee, du darfst ja gar nicht in die Lager. Nee, egal. Dann kannst du bis dahin einfach mitkommen. Und da ist wieder ein Fähnchen. Ich will aber gucken, ist hier noch irgendwas? Hui! Soll ich jetzt hier lang, oder?
Also, oder da schon hin. Ich weiß halt nicht, wo der Gegenstand ist. Gut, ich bleib hier. Ah, da ist das Fernglas. Die scheinen mir nicht allzu freundlich. Wo bin ich denn jetzt genau? Ach, da. Ich glaube, dann gehe ich hier einfach weiter. Guck mal hier außerhalb von deren Lager. Oh, das ist ein Alligator. Wow. Aha, der bleibt die ganze Zeit ruhig, aber sobald ich meinen Schlag auflade, merkt er das. Ah, da ist Bones. Bones ist natürlich eine gute Hilfe. Nein, wir sollten nicht zu sehr nach da, da sind die Kobolde. Ey, Bones, ich hab was gesagt. Guck mal, Doktor, er hört nicht mal auf einen. Das ging schnell. Sogar auf einer Insel voller Gnome geht alles den Bach runter. Wir sollten aufpassen. Hier gibt es überall Kobolde, die uns nur zu gerne das Rückgrat entfernen würden. Ich merke das schon. Es scheinen mir nicht die freundlichsten Gesellen zu sein. War ich hier nicht schon mal? Doch, doch, hier war ich schon. Ja, ja. War hier oben dann noch was? Nee. Dann können wir mal... Aua. Also nicht aua, aber ich häng fest. Dann können wir mal hier weiter gucken. Dann kann ich ja mal versuchen, auf eigene Faust schon mal ins nächste Lager zu gehen. Es scheint mir hier oben ganz sinnvoll. Ach nein, das war das Lager, wo ich schon drin war. Hehe. Und ich kann mich noch nicht teleportieren, richtig? Nein, weil ich den Teleportstein da noch nicht eingesetzt habe. Zumindest vermute ich das. Also, dass es dann geht. Irgendwie hier lang müsste es doch zurückgehen. Tada! Dann gehe ich da kurz hin und gebe das Aurikulki ab. Oder beziehungsweise sage ich ihm Bescheid und hole mir eine Belohnung. Hallo. Hä? Ach da. Hallo. Kommt dir dieser Gegenstand bekannt vor? Oh, jip, jip. Rohr mit dickes Linse. Gute Augen, Homie. Bitte nicht verlieren. Zeigen Kahn. Er wird sein sehr glücklich. Okay, Nummer 2. Wir können mal kurz nochmal schlafen. Irgendwie ist die Nacht doof. Hopp. Habe ich noch Fleisch gefunden? Nö. Dann können wir auch schon zum nächsten Lager gehen. Ich weiß gar nicht, welches nehme ich denn. Hier unten ist eins, das ist saugroß. Irgendwie wirkt das. Und ich glaube, am besten wäre es, wenn wir hier durchgehen, durch diese Höhle. Wo ist denn aber noch eins? Ist das hier unten eins? Ich bin da. Ich jetzt erstmal zurück ins Lager. Dumm die Dumm. Da habe ich auch noch nicht mit jedem gesprochen, glaube ich. Ich könnte aber auch... Oh, was ist das da oben? Ich könnte hier hochgehen. Moment, ich will da oben hin. Da muss es doch was geben. Irgendwie nicht. Bäh, aua. So, hier links lang. Ich glaube, hier ist der verschollene Gnom. Er meint ja im Norden irgendwie bei der großen Klippe. Das hier sieht mir sehr danach aus.
Das Problem ist nur, oder nicht Problem, aber nervig ist, dass Bones jetzt halt gar nicht mitgekommen ist. Also die Wegfindung der NPCs ist schon nervig. Aber damit kann ich leben, also ohne Bones. Aua! Hör doch mal auf, kleiner Krallenaffe. Och, sind die nervig. Aber mit dem Wegrollen geht das schon ganz gut. Ey, da hat sich's ausgekrallenafft. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Guck da oben gleich mal, hier irgendwas noch. Eine Feuerblume. Tür mal in die Höhle. Hallo. Gib mir diesen Pilz. Okay, da wird es wieder einen Zauber geben, mit dem wir klein werden. So wie ich das sehe, würde ich sagen Ratten oder Äffchen. Obwohl Äffchen kriegt man ja später beim Dieben als Skill. Dann würde ich eher sagen Ratte. Hier sind viele Leute. Wer bist du? Hey, Backpfeifengesicht. Hey, Arschloch. Da fletscht aber einer die Milchzähne. Respekt. Was ist dein Problem? Mir passt deine Visage nicht. Vielleicht ist sein Problem also auch, einen anderen Platz zum dass wer anders in ihm drin der ist. Der hier ist belegt. Also mich wird das nerven und ich sehe gerade nichts, weil Sebi, also mein Kater, vom Bildschirm ist. So. Nein, geh mal ein bisschen zur Seite, Kleiner. Hm? Danke. Ich möchte nur spielen können. Wird jeder von dir so herzlich begrüßt? Nein, die anderen habe ich von der Klippe getreten. Zufrieden? Nö. Dann hör gut zu. Wer mir dumm kommt, bereut es ganz schnell wieder. Kapiert? Ja, ich habe kapiert, dass du ein Idiot bist. Okay, du willst also ein Tänzchen wagen. Verstehe. Zu schade um dein Gesicht. Aber mit der großen Fresse macht man sich keine Freunde. Ich hoffe, du hast deine Grube schon ausgehoben. Das war dein letzter Fehler, Großmaul. Dich schnappe okay. Weiter so! Wieso sind denn die zu zweit? Das ist doch unfair. Durch diese Seelenanzeige kriege ich jetzt viel mehr mit, wie Arschloch ich spiele. Das ist jetzt noch blöder, dass bei uns nicht da ist. Weil er hier auch Unterstützung hat. Das ist total unfair. Ich muss da wirklich... Also mit meinem Rum kann ich es vielleicht schaffen, wenn ich den benutze und alles. Und wenn ich den so gut hier in die Ecke reinprügel. Und ich kann halt nichts gegen die Schüsse tun, glaube ich. Vielleicht, wenn ich genau im richtigen Moment rolle. Boah, er hätte jetzt viel mehr seinen Kumpel getroffen als mich. Was, ich bin tot? Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Leben ich noch habe. Hm. Blöd. Aber mit denen lege ich mich nochmal an. Hey. Was ist dieselben Dialoge exakt wieder. Damit nichts anders ist. Ja. Dich schnappe ich mir! Nix aufhören! Weiter so! Ich glaube, die haben den kleinen Gnom da hinten auch. Feste, feste. Bleib stehen, du Feigling! Oh. Komm. Der hat jetzt alle meine Kugeln reinbekommen.
Den einen schaffe ich und der andere hat ja nur eine Muskete. Im Nahkampf wird er wahrscheinlich nicht so viel drauf haben. Boah. Ich sehe mein Leben wieder nicht wegen Sebi. Aha, danke. Das sind Sklavenhändler, die wollen die kleinen Gnome verkaufen. Was? Kannst du mir nicht helfen, kleiner Gnome? Das wäre viel netter von dir. Dann würdest du mir auch helfen und dann würde ich dich besser befreien können und alles. Ich sehe hier schon einiges an Schätzen rumstehen. Hör auf, dich zu wehren. Du Arsch. 2 gegen 1 und dann noch eine große Klappe haben. Ring des Gauners. Kann man sich hinsetzen? Oh, schön. Dann sitzen wir hier also. Das kann ich nicht mitnehmen, das goldene Teil da. Okay. Grog. Stiefel kann ich auch nicht mitnehmen. Den Kuh kann ich mitnehmen. Das Messer. Ich plündere erstmal den da hinten. Wo ist denn Russells Schwert hin? Keine Ahnung. Ich nehme schon wieder viel zu lang auf. Ich habe total das Problem damit hier in diesem Spiel. Darauf zu achten. Dann würde ich einfach sagen... Moment, das ist ein schönes Bild. Ne, das kann ich mir nicht mitnehmen. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Risen 3. Das war's von mir. Euer Vogel. Tschüss.